War beim letzten Mal schon nicht komisch. So, ich glaube, das hier ist Deadman's Point, wo er einfach so gegen die Wand rennt. So einen Anzug hätte ich auch gern. Ah, naja. Kann ja nicht jeder Batman sein. Entschuldigung. Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. Bei dem Spiel kann man wenigstens während den Sequenzen noch was trinken. So, boah, Kamera wabbelt. Los. Hui! Runtergeflogen in die Betthöhle. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Das wäre blöd. Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Gut, dass hier genug Equipment versteckt ist. Batclaw. Dieser Enderhakenaufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Die Batclaw kann auch an Gegnern befestigt werden. Was für ein großartiges Gerät. Finde Dr. Young. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. So, Batclaw aktivieren und jetzt können wir Gegenstände ziehen. Und damit können wir auch die ganzen Gitter von den Wänden runterziehen, wo wir vorher nicht rankamen. Äußerst praktisch. Da zum Beispiel. Damit eröffnen sich einem ganz neue Möglichkeiten bei Gebieten, wo man vorhin eigentlich schon mal war. Hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich alle Insel in meine Gewalt. Ah, verdammt! Ich wollte das leise machen. Ha, die haben es gar nicht gemerkt. Idioten. Und da kann ich nicht drüber, das habe ich schon probiert. Kann ich da oben? Nö. Wie ich da genau rüberkomme, weiß ich noch nicht. Werde ich bestimmt irgendwas brauchen, was ich später erst kriege. So, mal schauen. Ich will eine schnelle Batclaw einsetzen, aber die habe ich gerade aus irgendeinem Grund nicht mehr ausgewählt. Au! Oh, mein Hals kratzt dauernd. Ich komme ja gar nicht zum Ausschalten. So, geht doch. Zumindest einer weniger. Babam! Hui! Wie er rüberspringt mit einem dreifachen Salto. Nur um die Gegner hier auszuschalten. Oh, da hat eine Schminke. Ach, das ist ein Joker-Fan. Ach, wie süß, ein Groupie. Signal, ein Tonband. Ist er schon da? Ach, Entschuldigung. Sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Der nette Kerl, den wir am Anfang getroffen haben. Besser nicht aufmachen. Ich werde dich finden und dein
bald Fleisch wie Papier zerreißen. Ja, mit genug Muskelschmalz könnte das sogar klappen. Auch wenn es mir ein bisschen wehtun würde. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Yang beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Yang dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es doch nur so wäre. Ein kleines bisschen weiter weiß er dann noch, wie es geht. Wie diese Geschichte weitergeht. Aber nur noch ein kleines bisschen. Bin ich bald wieder da, wo ich war. Das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Komm, ja. Hasse diese Gebisse. Die nerven immer. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar. Wer baut solche Ruinen? Okay, die Ruinen baut natürlich keiner. Ist klar. Es wird gebaut, wenn es noch vollständig ist. Oder es wird vollständig gebaut. Aber wer baut hier unter... Hey, das ist komisch. Tief unten so ein Gebäude. Die Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Yang hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Gut, damit haben wir das Rätsel schon mal gelöst. Mein Hals kratzt wirklich enorm. Da drüben ist eine Trophäe, die werde ich mir hoffentlich noch irgendwie schnappen. Erstmal geht's hier hoch. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. 2 E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, zurückzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze. Ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde ein Bild von einem Baby. Ein Witz über Rollstühle. Ach, der Joker hat schon ihren eigenen Sinn für Humor. Man muss ihn einfach gern haben. So, toll, jetzt kann ich wieder von hier anfangen. Na, zumindest die eine Trophäe habe ich. Ich vergesse jedes Mal, dass ich mich mit RB wegducken kann. Anstatt hier immer in den Sonnenuntergang zu segeln. Der Sonnenuntergang unter mir. Ja. Gehen wir hier mal weiter. Ist jetzt bis jetzt noch nicht so schwierig, der Weg hier. Ich will natürlich die Trophäen so viel wie möglich holen. Da drüben ist nichts, das habe ich schon mal nachgeschaut. So, dann sollten wir eigentlich schon oben sein. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich vielleicht... Ich weiß noch, dass ich hier nicht rüber konnte. Fliegen bringt hier nichts. Nö. Nein! Ach, Batman! Halt dich doch fest. Ach, ich bin sogar nach oben. Ach, okay, cool. Naja, auf jeden Fall geht's hier nicht weiter, weil ich mich dann nicht rüberschießen kann, weil das alles instabil ist. Wo ist dein Gebiss? Mistding! So. Gebisse gehören in den Mund. Eine Tonbandaufnahme. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Zum Nachdenken zu bringen, wo sie herausfinden, warum ich es getan habe. Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc?
Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal. Oder? Muss alles raus. Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter. Will mich da nicht drauf verlassen, dass der keine Menschen ist. Da würde ich mich wirklich nicht drauf verlassen bei so einer Gestalt. Der hat scharfe Zähne, Riesenklauen, ist überall Blut verschmiert und die sagt, es ist nur ein Märchen, dass der Menschen frisst. Woher nimmt die so eine Sicherheit? So ein Sprenggel wäre schon was Praktisches. Jetzt, da bin ich richtig. Hui! Oh, da geht's abwärts. Ich will nicht wissen, wo das hingeht. So. Mission abgeschlossen. Hier ist wieder Joker. Lasst euch gegen der Fledermaus keine Sorgen. Ich habe auf dem Weg ein paar Überraschungen vorbereitet. Falls ihr sich dazu entschließen solltet, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Wurf hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Ha, cool, noch ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Das ist Romantik pur. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. So, da drüben ist ein Scharfschütze. Wie komme ich da am besten rüber? Ohne dass der mich sieht. Kann ich mich darauf schießen? Ja, aber aufs Dach bitte. Oh, der kratzt heute, der Hals. Der kratzt heute. So, der ist. Was hat denn der? Ruhig. 90 Schläge pro Minute. Das ist doch eine gute Zahl. Jetzt sind es bald keine Schläge mehr. Oder zumindest nur noch wenige. Batman ist ja kein Mörder. Was hat der für einen Herzschlag? 32. Ja, ist ein bisschen weniger geworden. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Die sind alle unbewaffnet. Wo muss ich denn eigentlich hin? Jetzt mal so gefragt. In die Villa. Die ist links von mir. Okay, da unten rein. Würde ich sagen, ach, die erledige ich jetzt. Hui! Einfach mal schnell erledigen, kriegt ein paar Bonus-Erfahrungspunkte. Nein! Au! So, dass der auch mal was abkriegt. Ha, der ist ins Loch gefallen. Kannst du gleich unten bleiben, das wird ein Grab. Hui! Schnell! Ah! Wieso haut er dem auf den Hintern? Verstehst du nicht? Das ist ein hinternleidiger Patient. Verstehe nicht, was Batman alles für einen Fetisch hat.